Kollege Sven-Christian Kindler für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, am Anfang nur ein Wort noch zur Rede, Herr Kauder, zu Ihrer Rede. Sie haben mir gesagt, Sie wollten das Thema Asyl und Flucht nicht parteipolitisch ausschlachten. Das ist auch richtig. Dann haben Sie aber genau das in Ihrer Rede gemacht, das parteipolitisch ausgeschlachtet. Das finde ich scheinheilig und unwürdig. Aber zu Griechenland. Mit diesem dritten Kreditprogramm wird der Grexit abgewendet. Damit ist auch klar, die Versuche von Ihnen, Finanzminister Schäuble, Griechenland aus der Eurozone rauszumobben, die sind gescheitert, weil Italien, Frankreich und die EU-Kommission das verhindert haben. Das ist die positive Nachricht von diesem Beschluss heute über das Programm. Und mit diesem Programm wird Zeit gekauft. Und eine zentrale Grundvoraussetzung ist aber, dass jetzt wirklich auch die unsäglichen Grexit-Debatten der letzten Monate aufhören, damit Investitionen zurückkommen können nach Griechenland. Deswegen muss klipp und klar sein, gerade von dieser Bundesregierung, die diese Debatte befeuert hat, Grexit is over, Griechenland bleibt im Euro-Punkt. Das muss die Linie der Bundesregierung jetzt klipp und klar sein. Und leider haben das viele in der Union noch nicht verstanden. Deswegen ja auch die Nervosität von Herrn Kauder. Viele wollen weiterhin den Grexit. Christian von Stetten schlägt einen eigenen Untersuchungsausschuss vor, gegen die eigene Regierung wohlgemerkt. Volker Kauder hat die eigene Fraktion bedroht. Das hat alles nichts genützt. Rund 60 weitere Abweichler gibt es weiterhin. Und man muss auch klar sehen, in der Union brennt die Hütte. Diese 60 Abweichler, das ist ein klares Misstrauensvotum, nicht nur gegen Volker Kauder, auch gegen Angela Merkel. Und der Heilsbringer soll ja jetzt der IWF sein. Und ich finde, hat man sich den falschen Propheten ausgesucht. Wenn einerseits Herr Kollege Kindler, darf der Kollege von Stetten, der sich offenkundig auch persönlich angesprochen fühlt, sich zu einer Zwischenbemerkung melden? Ja, gerne. Bitte. Herr Kollege, Sie haben gerade behauptet, dass ich einen Untersuchungsausschuss gefordert habe. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen, aber ich kann Ihnen zumindest mitteilen, und das bitte Sie auch zur Kenntnis zu nehmen, dass ich gefragt worden bin, warum ich die rechtlichen Fragen jetzt gelöst haben möchte, und ich darauf geantwortet habe, wir müssen sie heute lösen, weil ich nicht in einigen Jahren vor einem Untersuchungsausschuss unangenehme Fragen gestellt bekommen habe. Ich habe mit keinem Wort einen Untersuchungsausschuss gefordert, werde diesem auch nicht zustimmen, und das bitte Sie zur Kenntnis zu nehmen. Herzlichen Dank. Herr Kollege von Stetten, das ist ja schon ziemlich interessant, wie Sie hier doch mal deutlich zurückrudern. Aber warum haben Sie diese Bemerkung eigentlich gemacht? Sie haben in die Medien das Wort Untersuchungsausschuss gebracht und klargemacht, dass Sie deutliche Zweifel haben an Ihrer eigenen Regierung, an Ihrer eigenen Fraktion. Deswegen haben Sie 60 Abgeordnete haben das gemacht. Und das zeigt doch auch, Sie haben gestern 15 Abgeordnete laut Handelsblatt sind heute nicht aus ihrem Urlaub zurückgekehrt, weil sie nicht mit Nein stimmen wollten, weil sie anscheinend Angst haben vor Herrn Kauder, dass sie aus den Ausschüssen entfernt werden. Sie haben gestern nur eine Stunde diskutiert, obwohl sie so viele Fragen haben. Da frage ich Sie schon, was für Verantwortung nehmen Sie als frei gewählter Abgeordneter wahr in der Unionsfraktion? Wo machen Sie dort mal klar, welche Position Sie haben? Und die letzte Klammer, die Sie haben, Herr von Stetten, und die Abweichler und die gesamte Unionsfraktion, ist ja der Internationale Währungsfonds. Nur das Problem ist ja, da haben sich den falschen Heilsbringer und Propheten ausgesucht. Man kann nicht den Internationalen Währungsfonds weiter an Bord halten und gleichzeitig seine Botschaft, seine richtige Analyse zur Schuldentragfähigkeit und zur Schuldenerleichterung ablehnen. Das macht doch keinen Sinn. Das ist widersprüchlich und peinlich. Das versteht draußen keiner im Land, warum Sie den Internationalen Währungsfonds weiter haben wollen, aber gegen Schuldenerleichterung sind. Diese Positionen müssen die Union klären und sich klar dazu bekennen, dass es Schuldenerleichterung braucht bei dem Programm. Und diese Schuldenerleichterung wird sowieso kommen, mit oder ohne IWF. Das ist jedem klar, weil 200% BIP-Verschuldung im nächsten Jahr nach den Prognosen sind nicht tragfähig. Aus unserer Sicht wäre es allerdings besser, wenn man das ohne den IWF macht, weil Europa das Problem alleine lösen kann. Der IWF hat höhere Zinsen, geringere Laufzeiten, damit steigen die Kreditkonditionen für Griechenland, die Umschuldung wird erschwert.
Und deswegen sagen wir, wir Grüne glauben an Europa. Wir glauben, dass der ESM das alleine schaffen kann. Er hat das notwendige Volumen. Deswegen brauchen wir eine Schuldenerleichterung, aber lieber ohne den IWF. Das wäre die bessere Antwort. Und ich finde, gerade in Deutschland muss man auch verstehen, dass Schuldenerleichterungen besonders wichtig sind, damit eine Gesellschaft, ein Land auch wieder auf die Beine kommt. Und natürlich haben die griechischen Regierungen viele Fehler gemacht in der Vergangenheit. Das ist völlig unbestritten. Die haben sich überschuldet und müssen jetzt dort auch Reformen machen. Aber das, was die griechische Regierung gemacht hat, ist nichts im Vergleich zu dem, was Deutschland im letzten Jahrhundert verbrochen hat und trotzdem massive Schuldenschnitte und Schuldenerleichterungen gehabt hat. Warum schreien Sie bei der Union? Man muss doch auf die historische Wahrheit mal hinweisen, die es gibt. Deutschland hat den Vernichtungskrieg angefangen, hat die Shoah, die Ermordung europäischen Juden zu verantworten. Und trotzdem, wenige Jahre nachdem, haben die Gläubiger, die Länder, in die Deutschland viel Leid, unschreckliches Leid und Blut gebracht hat, diesem Land eine große Schuldenerleichterung gegeben. Auch Griechenland übrigens. Deswegen muss man doch aufgrund der historischen Erfahrung, aufgrund der historischen Verantwortung jetzt für eine Schuldenerleichterung sein in Griechenland. Das ist unsere Aufgabe. Herr Kollege Kindler, lassen Sie noch eine weitere Zwischenfrage des Kollegen Lüstein zu. Gerne. Ja, Kollege Kindler, vielen Dank. Sie reden viel über Fehler, Verantwortung, im Übrigen auch in historischen Zusammenhängen, die ich persönlich an der Stelle so nicht sehen möchte. Ich möchte aber Sie mal fragen, wenn Sie darüber sprechen, Fehler, Verantwortung, würden Sie bitte einräumen, dass Griechenland ohne den großen Fehler der damaligen rot-grünen Bundesregierung gar nicht im Euro wäre? Würden Sie bitte dazu mal ein paar Ausführungen machen? Im Übrigen wieder besseren Wissens die Aufnahme damals. Ich habe das hier in dem Haus schon mal formuliert. Im Jahr 2000 hat der Abgeordnete Dr. Gerd Müller, heute Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit, ganz klar gesagt, Herr Eichel, das war ein Fehler, ein schwerer Fehler, die Griechen in den Euro aufzunehmen. Die Zahlen sind gefälscht. Das belegt, dass der Abgeordnete damals das immerhin gewusst hat. Die damalige Bundesregierung will es nicht gewusst haben. Aber wenn Sie über Fehler und Verantwortung sprechen, dann sagen Sie doch auch ein bisschen was dazu. Nämlich, dass die rot-grüne Bundesregierung damals den Fehler gemacht hat, Griechenland entgegen besseren Wissens, entgegen der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, die damals schon gefehlt hat, in den Euro aufzunehmen. Erstens will ich Ihnen antworten, dass ich es unglaublich finde, dass Sie die historische Verantwortung Deutschlands für den Zweiten Weltkrieg und die Shoah hier in Abrede stellen wollten und dass es klare Schuldenerleichterungen danach gab. Sie können das gerne im Protokoll nachlesen. Sie haben gesagt, Sie sehen die historischen Zusammenhänge anders. Zweitens, zu dem zweiten Punkt, den Sie haben. Ich muss auch einfach klar machen, es war keine Entscheidung Deutschlands alleine, sondern eine Entscheidung der Europäischen Union, der europäischen Verantwortungsträger, Griechenland in den Euro aufzunehmen. Natürlich wissen wir heute, dass es damals auch falsche Zahlen gab. Aber es ist doch klar, dass es keine Entscheidung alleine Deutschlands war, sondern der gesamten europäischen Verantwortungsträger, das zu machen. Und anscheinend sind Sie immer noch der Meinung in der Union, dass Griechenland nicht im Euro sein sollte. Das ist der fundamentale Unterschied zu uns. Wir sind der Meinung, dass Griechenland im Euro bleiben sollte und im Euro gehört, weil Griechenland zu Europa gehört. Und dieses Paket, über das wir heute abstimmen, dem wir Grüne großer Mehrheit zustimmen werden, das enthält Licht und Schatten. Das muss man, glaube ich, noch mal zum Ende sagen. Zum Licht gehören die Strukturreformen im Justizbereich, Kampf gegen Korruption mit der Steuerverwaltung. Das sind Reformen, die notwendig sind, die wir lange gefordert haben als Grüne. Aber es gibt auch Schattenseiten. Gerade die zu geringen Investitionen sind ein großes Manko in diesem Paket.
Und das liegt auch daran, dass die Fehler der Vergangenheit mit einer prozyklischen Haushaltspolitik wiederholt werden. In der Rezession, die Griechenland droht, soll weiter reingekürzt werden. Damit werden wir negative Wachstumseffekte in Griechenland haben. Damit werden mehr Menschen arbeitslos werden. Und damit werden auch zu wenig Investitionen nach Griechenland kommen. Deswegen fordern wir auch, dass dieses Programm überprüft wird. Dass es gibt Überprüfungen, die vorgesehen sind. Dass die gescheiterte Kaputtsparpolitik überwunden wird und dass Griechenland jetzt endlich ein Programm bekommt, damit es Luft zum Atmen bekommt, ein echtes Investitionsprogramm, damit die Wirtschaft wieder auf die Beine kommt und das Land wirklich aus der Krise kommt. Darum muss es jetzt gehen. Deswegen werden wir heute dem Programm zustimmen, aber weiter auch kritisches begleiten und Änderungen einfordern. Vielen Dank. Das Wort erteile ich nun dem Kollegen Norbert Spinrad für